Die Naturgewalt der Erde steht oft in den Schlagzeilen. Bilder einer Zerstörung, wie wir sie noch nie erlebt haben. Viele Menschen fragen sich, ob die Erde geologisch gerade besonders aktiv ist. Wissenschaftler stoßen immer wieder auf neue Erkenntnisse. Heute wissen wir über unseren Planeten viel mehr als noch vor wenigen Jahrzehnten. Etwa 10 Milliarden Jahre nachdem der Urknall das Universum schuf, bildet sich unser Sonnensystem. Wissenschaftler berechnen es auf ein Alter von 4,567 Milliarden Jahren. In dieser Zeit entsteht die Erde. Vor einer langen Zeit, etwa vor 4,5 Milliarden Jahren, formt sich die Erde aus diesem Nebel, der die Sonne umgibt. Die Sonne bildet die Mitte, um die der Nebel sich dreht und sich durch Akkretion, also Anlagerung, zusammenballt. Es ist eine sehr turbulente Zeit. So wuchs die Erde allmählich heran. Je mehr Masse sie bekam, umso stärker wurde ihre Gravitationskraft und sie konnte immer mehr dieser kleinen Teilchen anziehen. Die Erde wuchs also weiter. Es dauert rund 100 Millionen Jahre, bis die Erde ihre heutige Größe erreicht. Zuvor erlebt der junge Planet einen dramatischen und folgenschweren Unfall. Nachdem sich die frühe Erde formte, also zig Millionen Jahre später, schlägt ein Objekt so groß wie der Mars auf ihr ein. Ein riesiger Planetoid namens Theia kollidiert mit der Erde. Bei diesem Einschlag wurde viel von dem Material aus der Erde herausgeschleudert, was unseren heutigen Mond formt. Außerdem verursachte die Kollision viel Hitze und könnte einen großen Teil der frühen Erde geschmolzen haben. Die Forscher wissen erst seit wenigen Jahrzehnten von diesem Einschlag, dank der Gesteinsproben vom Mond. Die Gesteine des Mondes sind denen auf der Erde sehr ähnlich. Nach der großen Kollision geht der Mond in eine Umlaufbahn um den Feuerball der geschmolzenen Erde. Die frühe Erde war eine geschmolzene Masse. Sie muss wie ein riesiger vulkanischer Lavasee ausgesehen haben. Langsam verfestigte sie sich und bildete die äußere Kruste aus, wie wir sie kennen. Während sich die Kruste formt, lassen die Einschläge aus dem Weltall zwar nach, doch Meteoriten fallen auch heute noch. Eine aktuelle Meldung. Im russischen Ural sahen Menschen Feuerbälle vom Himmel regnen. Ein Meteorit war in der Atmosphäre explodiert und Augenzeugen berichten von mehreren Einschlägen. Meteoriten sind begehrte Forschungsobjekte. Eine gute Region für die Suche nach ihnen: die Antarktis. Die glatte, gefrorene Oberfläche des zentralen antarktischen Eisschildes wird von starken Winden freigehalten. Forscher finden hier Meteoriten, die seit durchschnittlich 20.000 Jahren an der Oberfläche liegen. Manche sind sogar Millionen Jahre alt. Die meisten Meteoriten sind sogenannte Chondrite. Sie enthalten dieselben Grundelemente wie die Sonne und unsere Nachbarplaneten und verraten viel über unsere Herkunft. Zur Altersbestimmung von Meteoriten und Gesteinen messen Forscher deren radioaktive Eigenschaften. Es scheint paradox, aber um das Alter der Erde festzustellen, sind Meteoriten am besten geeignet. Denn auf der Erde ist es schwer, Material zu finden, das dafür alt genug ist. Der Zeitraum von der Entstehung der Erde bis vor 3,8 Milliarden Jahren heißt Hadaikum. Damals wurde die Erde massiv bombardiert. Wir haben tatsächlich etwas Material aus jener Zeit.
kleine Zirkonkörnchen, etwa 4,4 Milliarden Jahre alt. Zirkon ist das älteste bekannte Mineral der Erde und relativ weit verbreitet. Doch nur an wenigen Orten, wie der Antarktis, finden sich noch Gesteine mit Jahrmilliarden alten Zirkonen. Bei der Erforschung dieser seltenen Überbleibsel der Frühgeschichte unserer Erde stoßen Wissenschaftler auf erstaunliche Hinweise. Demnach gab es auf der Erde schon sehr früh etwas, das kein anderer Planet des Sonnensystems besitzt. Plattentektonik. Plattentektonik existiert auf der Erde seit der Frühzeit, mindestens seit 2,5 bis 3 Milliarden Jahren. Über 3/4 der Zeit ihrer Existenz. Nicht einmal die Venus, der Schwesterplanet der Erde, besitzt diese Eigenschaft. Die Venus hat keine Plattentektonik, so wie wir sie kennen. Mit klar umrissenen Linien zwischen festen Platten. Vielleicht, weil es kein Wasser auf der Venusoberfläche gibt. Flüssiges Wasser, das auffälligste und eindeutigste Merkmal der Erdoberfläche. Wissenschaftler sehen im Wasser den Schlüssel für die Bewegungen der Erdkruste, die seit der frühen Erdgeschichte andauern. Einer der Gründe dafür, dass wir und kein anderer Planet Plattentektonik haben, ist das viele Wasser auf der Erde. Wir haben nicht nur in den Ozeanen Wasser. In den obersten 100 Kilometern der Erdkruste steckt in etwa so viel Wasser wie in einem ganzen Ozean. Wenn Wasser darin gebunden ist, verliert Gestein an Härte. Es wird etwa um einen Faktor von 100 weicher als ohne das Wasser. Weiches Gestein ermöglicht Plattentektonik. An den Grenzen schieben die Platten sich entweder zur Seite oder die eine wird unter die andere gedrückt. Dafür müssen Gesteine weich genug sein, um sich verformen zu lassen. Sonst ist keine Plattentektonik möglich. Als die Plattentektonik erst einmal in Gang kommt, hält sie nicht mehr an. Sie beeinflusst alle Vorgänge auf der Erdoberfläche. Auch das Leben. Der Sauerstoff, die Mineralien, all das kommt aus dem Erdinneren. Wir tragen alle eine ganze Reihe von Mineralien und Elementen in uns, die aus der Erde stammen. Wir sind Teil der Erde. Unsere chemische Zusammensetzung zeigt das. Wenn all diese Dinge nicht aus dem Erdinneren herauskommen können, dann bleibt der Planet tot. Plattentektonik spielt für die Entstehung des Lebens eine ebenso wichtige Rolle wie Wasser. Diese Erkenntnis beschäftigt viele Wissenschaftler, die die ältesten Gesteine der Erde erforschen. Die Frage ist, wenn alle Voraussetzungen für Leben erfüllt waren, als diese Gesteine vor Milliarden von Jahren entstanden, könnte dann schon damals eine Art Leben existiert haben? Forscher suchen die Antwort hier im westaustralischen Outback. In 3,5 Milliarden Jahre alten Felsen. Erstaunlicherweise fand man schon bald in diesen Felsen mögliche Anzeichen von Leben. Zu den wichtigsten Entdeckungen zählen Strukturen namens Stromatolithen. Stromatolithen sind Gesteinsformationen, die von Mikroorganismen wie etwa Blaualgen gebildet werden. Heute wachsen solche Stromatolithen nur noch an wenigen Orten der Erde, wie in der Laguna Bacalar in Mexiko. Soweit wir wissen, sind sie die Urform allen Lebens unseres Planeten. Doch bis die Entwicklung neuer Arten in Gang kommt, dauert es lange. Stromatolithen dominieren die ersten 3 Milliarden Jahre des Lebens auf der Erde.
Von der Zeit vor 3,5 Milliarden bis vor 1,5 Milliarde Jahren bilden sie praktisch alle bekannten Fossilien. Außer den in Meeren und Seen lebenden Stromatolithen finden sich für diesen Zeitraum keine Fossilien von Lebewesen. Gab es damals überhaupt schon Kontinente auf der Erde? Auch diese Frage lässt sich mithilfe alter Gesteine beantworten. Wir wissen nicht genau, wann die Plattentektonik begann, aber wir können sagen, wann es erste Kontinente gab. Wir haben intakte Gebiete, die wir kartieren können und die bis zu 4 Milliarden Jahre alt sind. Wir sind also ziemlich sicher, dass es damals schon Kontinente gab. Wie die Kontinente vor 4 Milliarden Jahren aussahen, weiß niemand. Oder warum wir heute 7 Kontinente haben und die Erdkruste sich auf ein Dutzend großer Platten verteilt, mit vielen Mikroplatten dazwischen. Doch die Wissenschaftler gehen seit Jahren vor allem einer Frage nach. Welche Kraft schafft es, diese Platten zu bewegen? Es gibt 2 Möglichkeiten. Die erste: Als Forschungsschiffe im 20. Jahrhundert den Meeresboden kartieren, zeigt sich, dass dieser sich an unterseeischen Bergrücken mitten in den Ozeanen auseinander bewegt. Tauchboote erkunden diese mittelozeanischen Rücken und zeichnen Bilder von aufsteigenden heißen Gasen auf. Magma quillt hier empor und scheint die Platten auseinanderzudrücken. Aber erklärt das wirklich die Plattentektonik? Die zweite Möglichkeit: Als Wissenschaftler die Tiefen von Erdkruste und Erdmantel mit seismischen Experimenten erkunden, entdecken sie eine weitere Kraft. Wo Platten gegeneinander stoßen, wie unter den südafrikanischen Anden, taucht eine Platte unter die andere ab. Dieser Vorgang heißt Subduktion. Wo der Rand einer Platte unter eine andere gedrückt wird, zieht er offenbar den riesigen Rest der Platte hinter sich her. Die Erforschung der Subduktionszonen verändert die geltende Lehrmeinung. Nicht Druck von den mittelozeanischen Rücken bewegt die Erdkruste, sondern der Zug der Subduktion. Bei der Erkundung dieses Phänomens gelingen den Forschern immer neue Erkenntnisse. So zeigen seismische Studien der Subduktionszonen, dass ozeanische Platten viel dünner sind als Kontinente. Die Erdkruste unter den Meeren ist 5 bis 10 Kilometer dick, unter Kontinenten aber durchschnittlich 50 und unter Gebirgsketten bis zu 80 Kilometer dick. Das wirkt sich auch auf das Verhalten der Platten in Subduktionszonen aus. Wo sich Krustenplatten unter Kontinente schieben, lassen sie die höchsten Gebirge der Erde wachsen. Ob Himalaya, Alpen oder die südamerikanischen Anden, sie alle sind Produkte der Subduktion. Aber dieser Vorgang geht alles andere als reibungslos vonstatten. Seit es ein weltweites Netzwerk von Seismographen gibt, wird deutlich: Subduktion verursacht die heftigsten Beben der Erde. First, the earthquake itself. A grocery store in the capital at the moment of impact. Wie im Jahr 2011, als ein Beben mit Stärke 9,0 den Meeresboden östlich von Japan erschüttert und einen verheerenden Tsunami auslöst. Auch Japan liegt in einer Subduktionszone. Außer Erdbeben und Tsunamis entstehen beim Vorgang der Subduktion auch zahlreiche Vulkane, die nicht minder gefährlich sind. Oh.
Vulkane in Subduktionszonen bilden sich durch Magma, das silikatreich und zähflüssig ist. Sie sind dadurch besonders explosiv. Diese Art Vulkane kann sehr gefährlich sein und große Probleme bereiten. Die Ausbrüche solcher Subduktionsvulkane sind gefürchtet. Der Tungurahua in Ecuador, der Vesuv bei Neapel, der Asama in Japan oder der Mount St. Helens in den USA. Alle sind für explosive und vernichtende Eruptionen bekannt. Die Wissenschaft kann zwar erklären, wie die Subduktion die Plattentektonik antreibt. Anderes ist aber noch ungeklärt. Der Zusammenhang zwischen Plattentektonik und den Prozessen, die sich tief unter der Erdkruste abspielen, wirft Rätsel auf. Je tiefer wir schauen, umso weniger wissen wir. Aber die Forschung bringt immer wieder überraschende Erkenntnisse ans Licht. Im Zentrum steht der Erdkern. Er wurde vor etwa 140 Jahren durch Zufall entdeckt. Bei einem heftigen Erdbeben in den 1880er Jahren erkannte man, dass die Wellen dieses Bebens, die vom Erdkern reflektiert wurden, zu anderer Zeit eintrafen als Wellen, die durch ihn hindurchgingen oder die durch äußere Erdschichten verliefen. So wurde der Erdkern entdeckt. Erst in den 1920er Jahren kam heraus, dass ein fester innerer Kern in dem flüssigen äußeren Kern steckt. Der Erdkern hat etwa den halben Durchmesser der Erde. Er besteht vor allem aus Eisen. Doch sein innerer Teil ist fest und der äußere flüssig. Der äußere Erdkern ist geschmolzen aufgrund der sehr hohen Temperaturen. Sie liegen über dem Schmelzpunkt des eisenreichen Materials. Der innere Kern kann dagegen fest sein, weil dort der Druck noch höher ist. Er liegt bei über 3 Millionen Atmosphären. 3 Millionen mal der Druck an der Erdoberfläche. Dieser enorme Druck lässt das Material fest werden. Zum Glück für uns und alle anderen Lebewesen ist der äußere Erdkern flüssig. Denn er erzeugt das Magnetfeld, das uns schützt. Wenn die Erde kein Magnetfeld hätte, gäbe es wahrscheinlich kein Leben auf ihrer Oberfläche. Die Sonne schleudert ständig Partikel in Richtung Erde, aber das Magnetfeld formt eine schützende Hülle, die all diese zerstörerischen, energiereichen Strahlen und Partikel abfängt. Das Magnetfeld unterscheidet die Erde von anderen Planeten. Zwar hatte der Mars früher eines, doch sein kleiner Kern kühlte schnell ab. Das Magnetfeld verschwand und mit ihm die Chance auf Leben. Obwohl das Magnetfeld der Erde so wichtig ist, wissen wir darüber noch nicht sehr viel. Immerhin können wir die Vorgänge im Erdkern immer besser erforschen. Dafür werden die extremen Bedingungen des Erdkerns im Labor erzeugt. 3 Millionen Atmosphären Druck und über 5.500 Grad Celsius. So heiß wie auf der Sonnenoberfläche. Die extreme Hitze des Erdkerns beeinflusst alle Vorgänge auf der 3000 Kilometer entfernten Oberfläche. Der Weg dorthin führt durch zwei feste Gesteinsschichten. Zunächst den Erdmantel, die mächtigste Schale des Erdkörpers, und dann die dünne Haut der Kruste. Forscher glauben, der enorm heiße Kern heizt den Mantel so stark auf, dass er wie eine Flüssigkeit aufsteigt, bis direkt unter die Kruste. Dort bewegt die heiße Masse sich unterhalb der Kruste entlang, bis subduzierende Platten sie wieder nach unten ziehen. Diesen Kreislauf nennt man Konvektion. Absinkende Platten beeinflussen dabei nicht nur den Wärmekreislauf im Erdmantel, sondern im Lauf der Zeit auch dessen Struktur.
Der Erdmantel ist eine sehr komplexe Mischung aus Teilen, die in der Tiefe durchgerührt werden, und Teilen, die nach oben kamen, eine Zeit lang Meeresboden waren und dann wieder absanken. In den 4,5 Milliarden Jahren der Erdgeschichte wurde der gesamte Mantel in etwa einmal umgewälzt. Nichts ist von Dauer, weder auf der Oberfläche noch im Erdinneren. Die Dinge verändern sich ständig. Nicht alle aufsteigende Hitze wird von der Konvektion wieder hinabgeführt. Manchmal durchbricht sie die Kruste. Als Vulkanausbruch. Die Erde ist der mit Abstand vulkanisch aktivste Planet des Sonnensystems. Vulkane sind eine vernichtende, zerstörerische Naturgewalt. Doch ausgerechnet diese Macht, die aus der Tiefe des Erdmantels aufsteigt, ermöglicht das Leben auf ihrer Oberfläche. Vulkane haben das Leben auf der Erde stark beeinflusst. Nicht nur, wenn bei einem schrecklichen Ausbruch Menschen sterben. Es kann sein, dass sie das Leben auf der Erde erschufen. In den letzten Jahrzehnten fand man tief im Ozean heiße Quellen. Hier strömen Mineralien aus, von denen sich Lebewesen im Umfeld der Quellen ernähren. Es war sehr überraschend, dass in dieser Meerestiefe überhaupt Leben existieren kann. Tausende Vulkane bringen Material aus dem Erdinneren an die Oberfläche. Ihnen allen gemeinsam ist, sie sind eher klein, verglichen mit dem Monster auf dem Mars. Der größte Vulkan in unserem Sonnensystem ist Olympus Mons auf dem Mars. Er ist rund 26 Kilometer hoch und 600 Kilometer breit. Der größte irdische Vulkan Mauna Loa auf Hawaii erreicht nicht einmal annähernd dieses Ausmaß. Der Grund dafür liegt in der Geologie. Der Mars hat keine Plattentektonik. Ein Hotspot kann dort über eine lange Zeit am selben Ort einen riesigen Vulkan anwachsen lassen. Auf der Erde ist das nicht möglich, weil die Platten sich bewegen. Hier lässt ein Hotspot zum Beispiel die Vulkane von Hawaii entstehen, aber die Platte schiebt sich darüber. Sobald ein Vulkan aufgebaut ist, bewegt sich die Platte. Daher produziert die Erde keine so riesigen Vulkane. Die großen Vulkane der Erde entstehen oft über einem sogenannten Mantelplume. Das ist ein Schacht aus heißem Material, der tief in den Erdmantel führt. Wie tief genau ist umstritten. Seismische Messungen in Hawaii lassen vermuten, dass der Plume dort halbwegs bis zum Erdkern reicht. Chemische Analysen der Lava aus Bohrkernen lassen auf noch größere Tiefen schließen, bis hinab zum äußeren Erdkern. Die tiefsten Schichten unseres Planeten sind also direkt mit geologischen Ereignissen an der Oberfläche verbunden. Ohne diese Kräfte aus dem Erdinneren hätte sich kein Leben auf der Erde entwickelt. Doch für die Existenz des Lebens in all seiner Vielfalt ist noch eine weitere Voraussetzung nötig: ein erstaunlich stabiles und gleichmäßiges Klima. Während des größten Teils der Erdgeschichte schwanken die Temperaturen an der Oberfläche nur wenig. Wie das möglich ist, ist ein Rätsel. Der globale Mittelwert liegt bei angenehmen 15 Grad. 8 Grad mehr und das Eis an den Polen schmilzt. 8 Grad weniger und der Planet friert komplett zu. Unsere Nachbarplaneten haben nicht so viel Glück. Auf der Venus wird es bis zu 480 Grad heiß.
Kein Wunder, denn die Venusatmosphäre enthält 200.000 Mal mehr CO2 als die der Erde. Der Mars dagegen hat längst den Schutz von Magnetfeld und Atmosphäre verloren. Er ist tief gefroren, bei minus 60 Grad. Auf der Erde sind Ausreißer des Klimas die Ausnahme, aber es gibt sie. Die extremste Kaltzeit soll vor rund 750 Millionen Jahren begonnen haben. Fachleute nennen sie die Sturtische Vereisung oder Schneeballerde. Schneeballerde bezeichnet eine Zeit in der Erdgeschichte, als sie komplett mit Eis bedeckt war. Also Gletscher auf den Kontinenten und Meereis auf dem größten Teil der Ozeane bis zum Äquator. Die Temperatur fällt sogar in Äquatornähe bis auf minus 20 Grad. Das Leben überdauert diese Kälte in Form von Bakterien, so wie sie heute noch im Schelfeis und sogar in Gletschereis leben. Eine wissenschaftliche Theorie besagt, die Vereinigung der Kontinente am Äquator begünstigte diese Vereisung. Über einer so riesigen Landmasse bilden sich Stürme mit Starkregen, der das CO2 aus der Luft wäscht und in Sedimenten bindet. CO2-Mangel in der Atmosphäre lässt die Temperatur sinken. Erst nach Jahrmillionen der Vereisung setzen Vulkanausbrüche genügend CO2 frei, um die Erde wieder aufzutauen. Das Klima stabilisiert sich. Überlebende Bakterien vermehren sich schnell. Durch Photosynthese erzeugen sie Sauerstoff und so die Voraussetzung für höhere Lebensformen. Als das Leben auf der Erde Fuß gefasst hatte, wurde deutlich, wie anpassungsfähig es war. Egal, welch schwierige Bedingungen es antraf, es fand immer einen Weg zu überleben. Selbst in einer Ära wie der Schneeballerde passte das Leben sich an die Bedingungen an und überstand sie. Solche Ereignisse spielten sogar eine große Rolle bei seiner Evolution. Das nächste Klimaextrem fällt in eine Zeit großer Umwälzungen. Vielleicht der größten seit der Frühzeit des Planeten. Vor etwa 250 Millionen Jahren starb 95% allen Lebens auf der Erde aus. Das lag wahrscheinlich an den riesigen Ausbrüchen des sibirischen Trapps. Geologen kartieren in Sibirien eine 2 Millionen Quadratkilometer große Fläche, die unter bis zu 3,5 Kilometer dicken Lavaströmen begraben wurde. Der sibirische Trapp. Bei diesen Ausbrüchen wurde sehr viel Staub und Schwefel frei, die das Klima abkühlten. Das vernichtete viel vom Leben auf der Erde. Das Klima erholt sich schließlich wieder und das Leben kehrt zurück. Vor rund 90 Millionen Jahren ist es auf der Erde ungewöhnlich heiß. Dinosaurier dringen bis zum Polarkreis vor, ebenso wie Krokodile und andere tropische Sumpfbewohner. Wie konnten diese Reptilien in arktischen Breiten überleben? Wissenschaftler vermuten auch hier die Plattentektonik als Ursache. Vor 100 Millionen Jahren brechen Kontinente auseinander. Der Meeresspiegel steigt. Gebirgsbildung, Regen und Erosion schwächen sich ab. Gleichzeitig stoßen Vulkane auf den mittelozeanischen Rücken viel CO2 aus. Wenn Kontinente auseinanderbrechen und sich viel Meeresboden bildet, gelangt mehr CO2 in die Atmosphäre. Das wird nicht schnell genug durch Verwitterung auf den Kontinenten abgebaut. Also ist es in diesen Zeiten wärmer. Sogar am Nord- und Südpol steigt die Temperatur bis auf 12 Grad an. In diesem Klima gedeihen die Dinosaurier prächtig. Sie dominieren das Leben auf der Erde für Jahrmillionen. Bis vor 65 Millionen Jahren ein riesiger Meteorit auf der Erde einschlägt.
Auch danach sind die Lebensbedingungen nicht für Menschen geeignet. Temperaturen und CO2-Gehalt der Luft bleiben hoch. Dank der Plattentektonik ändert sich das. Der größte Gebirgsriegel der Erde, der Himalaya, verändert das Klima zu unseren Gunsten. Vor etwa 60 Millionen Jahren drückt sich ein kleiner Kontinent von Süden her unter die Eurasische Platte. Es ist der heutige indische Subkontinent, der den Himalaya entstehen lässt und die Erde bis weit ins Innere Asiens anhebt. So entstehen das Hochland von Tibet und sogar das 1500 Kilometer entfernte mongolische Plateau. Und auch das Klima auf der Erde verändert sich deutlich. Geologen gehen davon aus, dass die Anhebung des Himalaya und Tibets in den letzten 60 Millionen Jahren starke globale Klimaveränderungen zur Folge hatte. Der indische Monsun entsteht, wenn warme Meeresluft auf die Berge des Himalaya trifft und sich an den Hängen abregnet. Bevor der Himalaya und Tibet existierten, gab es keinen Monsun. Es gab nichts, was die feuchte Luft des Indischen Ozeans auf ihrem Weg nach Norden aufhielt. Der Monsun lässt gewaltige Regen- und Schneemassen auf die Berge des Himalayas fallen. Die dadurch verursachte Erosion verändert die chemische Zusammensetzung der Atmosphäre. Große Mengen CO2 werden gebunden. Genug, um das Klima abkühlen zu lassen. Es wird kälter als in mehreren hundert Millionen Jahren zuvor. Und die Plattentektonik verändert den Planeten noch weiter. Bei der Erforschung der Antarktis finden Wissenschaftler heraus, dass dieser einsame Kontinent einst mit Australien verbunden war. Vor 40 Millionen Jahren trennten sich die beiden Landmassen und veränderten so die Meeresströmungen der ganzen Region. Im Lauf der letzten 40 Millionen Jahre wurde die Antarktis isoliert und der antarktische Zirkumpolarstrom bildete sich aus. Er kühlte den Kontinent so weit ab, dass er völlig vergletscherte. Erstmals bildet sich der antarktische Eisschild. Er ist bis zu 4500 Meter dick und kühlt das Weltklima weiter ab. Vor Millionen Jahren bildet sich schließlich eine neue Landbrücke, die Nord- und Südamerika verbindet. Zuvor waren es voneinander getrennte Kontinente. Als die Plattentektonik sie verbindet, verändert das die globalen Meeresströmungen erneut. Der Golfstrom floss nun nicht länger in den Pazifik, sondern wurde in den Nordatlantik umgelenkt. Damit gelangt dort mehr Feuchtigkeit in die Atmosphäre. Wasser, das das Eis auf den Kontinenten des Nordens bildet. Vor 2,5 Millionen Jahren leitet diese globale Abkühlung die Eiszeiten des Pleistozäns ein. Und damit die Blütezeit der Säugetiere. In den Phasen von Vergletscherung und kurzen Warmzeiten dazwischen beginnt im ostafrikanischen Grabenbruch schließlich auch die Entwicklung der Menschen. Menschen durchleben 8 Eiszeiten während der letzten Million Jahre. Die jüngste der Eiszeiten endet vor nur 10.000 Jahren. Seither leben wir in einer Warmzeit. Doch auch innerhalb dieser angenehm warmen Periode beeinflussen kleinere Klimaschwankungen ganze Zivilisationen. Once we entered
Seit die jetzige Warmzeit vor etwa 10.000 Jahren begann, waren die Klimaveränderungen zwar relativ gesehen viel schwächer als während der Eiszeiten. Sie waren aber groß genug, um Dürren und Überschwemmungen und Mini-Eiszeiten auszulösen, so dass Menschen auswandern und sich anpassen mussten. Bei der Erforschung vergangener Klimaschwankungen stoßen Geologen in Guatemala auf Belege für Trockenzeiten, die zeitlich mit dem Höhepunkt der Maya-Zivilisation vor 3.000 bis 1.000 Jahren zusammenfallen. Diese Dürren könnten mit ein Grund für den rätselhaften Zusammenbruch dieser Hochkultur sein. Auch heute stellt globale Erwärmung ein ernstes Problem für Menschen und Ökosysteme dar. Die Wissenschaftler erforschen einstige Klimaschwankungen, um die jetzige und zukünftige Entwicklung besser zu verstehen. Dabei analysieren sie vor allem die Konzentration von Treibhausgasen wie Kohlendioxid, also CO2. Diese Gase finden sich in Proben aus antarktischem Gletschereis, das Hunderttausende von Jahren alt ist. Atmosphärengase werden im Eis festgehalten. Man findet sie in eingefrorenen Luftbläschen. Wir wissen von den Eisbohrkernen, dass der natürliche CO2-Gehalt bei rund 280 ppm liegen sollte. Aktuell liegt er bei 405 ppm, da wir fossile Energieträger verbrennen und CO2 freisetzen. Das ist ein sehr starker Anstieg. Es gab in über 100 Millionen Jahren keinen so starken Anstieg von CO2 in der Atmosphäre. Ganz offensichtlich beginnt für das Klimasystem der Erde gerade eine Zeit turbulenter Veränderungen. Manchen scheint es so, als träfe das auch auf das System im Erdinneren zu, das die Erde beben und Vulkane ausbrechen lässt. Iceland's most active volcano has started erupting. Wird die Erde tatsächlich unruhiger? Die Statistik der letzten 100 Jahre zeigt, Vulkane brechen nicht häufiger aus als früher. Meist hört man in den Nachrichten nur von Vulkanausbrüchen, die sehr stark sind und bei denen Menschen ums Leben kommen. Tatsächlich brechen jeden Monat Dutzende Vulkane aus. Gleiches gilt für Erdbeben. Die Anzahl heftiger Beben mit Stärke 7 oder mehr liegt im Durchschnitt bei 18 pro Jahr. At least 250 people have died after a major earthquake hit southwestern Pakistan. Eines dieser Beben hat eine Stärke von mehr als 8. Diese Werte sind seit dem Jahr 1900 unverändert. Trotzdem scheint es so, als käme es häufiger zu starken Beben. Das hat mehrere Gründe. Erstens werden mehr Erschütterungen erfasst und gemeldet. Über 8000 Meldestationen gibt es weltweit. 1931 waren es nur 350. Außerdem hat die scheinbare Zunahme der Erdbeben mit der wachsenden Weltbevölkerung und schnelleren Nachrichtenmedien zu tun. Das Erdbeben, das in Haiti eine Viertelmillion Menschen tötete, hätte vor 100 Jahren nur ein Zehntel an Opfern gefordert. Und wir hätten nichts davon erfahren. Heute hören wir augenblicklich von diesen Dingen. Live-Aufnahmen des Tsunami an der japanischen Küste gingen sofort um die ganze Welt. Zwar wurden im letzten Jahrhundert zunehmend mehr Tsunamis gemeldet, doch das liegt an den immer besseren Frühwarnsystemen.
Es gibt keinen Grund zur Annahme, wir würden in einer Zeit stärkerer seismischer Aktivität leben. In vielen Regionen kann die Erde für ein paar hundert Jahre etwas häufiger beben. Und nach diesem Cluster lässt die Aktivität wieder nach. Aber auf den ganzen Planeten bezogen trifft das nicht zu. Die Erdgeschichte kennt Naturkatastrophen, die weitaus größer sind als alles, was Menschen je erlebt haben. Wie den Ausbruch des Supervulkans in Yellowstone vor 640.000 Jahren, der halb Nordamerika unter Asche begrub. Supervulkane brechen für unsere Zeitmaßstäbe nur sehr selten aus. Zuletzt vor rund 26.000 Jahren auf Neuseeland. Alle Eruptionen und Erdbeben der letzten Jahrhunderte sind verglichen damit kaum der Rede wert. Anders sieht es beim Klima aus. Es verändert sich in einer Weise wie nie zuvor in der Erdgeschichte. Vielleicht können wir Menschen diesen Prozess noch bremsen. Aber auf Vorgänge im Erdinneren, die Erdbeben und Vulkanausbrüche auslösen, haben wir keinen Einfluss. Hier konzentriert sich die Wissenschaft darauf, die davon ausgehenden Gefahren zu lindern. Die Menschen wünschen sich, dass wir sie kurzfristig, also Tage oder Stunden vor einem Erdbeben, warnen. Doch das können wir nicht. Wir können aber langfristige Wahrscheinlichkeitsrechnungen anbieten. Das sollte uns viel wert sein, denn dann können wir uns vorbereiten. In meiner Lebenszeit kommt es mit 75%iger Wahrscheinlichkeit zu einem starken Erdbeben in der Bay Area, in der ich lebe. Das sollte genügen, damit ich mich klug vorbereite und auf dieses Beben einstelle. Auch wenn eine Vorhersage noch nicht möglich ist, hat das erdbebengefährdete Japan als erstes Land ein Frühwarnsystem für Beben und Tsunamis eingeführt. Das große Beben von 2011 war seine erste Bewährungsprobe. Die Einwohner Tokios wurden 8 bis 9 Sekunden vor Beginn des Bebens gewarnt. In der Küstenstadt Sendai warnten Sirenen vor dem nahenden Tsunami, 8 Minuten bevor er die Stadt erfasste. Dank der fortschrittlichen Katastrophenvorsorge und erdbebensicheren Bauweise in Japan gab es nicht noch mehr Opfer. Und auch das Frühwarnsystem rettete unzählige Menschenleben. Die Unwettervorhersage des japanischen Wetterdienstes warnt auch vor Vulkanausbrüchen. Eruptionen kündigen sich frühzeitiger an als Erdbeben. Es gelingt uns immer besser, Vulkanausbrüche vorherzusagen, aber wir sind noch lange nicht perfekt und es ist immer noch schwierig. Wir haben viel bessere Messgeräte, mit denen wir die Ausdehnung des Bodens erfassen. Seismographen sehen, wann Magma aufsteigt. Die Temperatur und Zusammensetzung vulkanischer Gase ändert sich. Das macht unsere Vorhersagen immer besser. Die Kräfte im Inneren und an der Oberfläche der Erde wirken stetig weiter. Sie verändern unseren Heimatplaneten ständig und unaufhaltsam. Auf keinem anderen uns bekannten Planeten sind so viele Naturkräfte am Werk. Unsere heutige Erde ist seit 4,5 Milliarden Jahren im Entstehungsprozess. Sie verändert sich ständig und sieht nie gleich aus. Das jetzige Bild der Erde ist einzigartig in ihrer Geschichte, so wie jede Periode ihrer Geologie. Die Erde ist ständigem Wandel unterworfen. Aus geologischer Sicht ist die Erde ausgesprochen interessant.
Denn auf ihr laufen alle wichtigen Prozesse ab, die eine Planetenoberfläche formen. Wir haben Vulkanismus, wir haben Einschlagskrater, die nicht sehr alt sind. Wir haben eine Atmosphäre, also flüssiges Wasser. Wir haben Wind, Erosion und eine Plattentektonik wie wohl nirgends sonst in unserem Sonnensystem. Die Erde ist geologisch sehr vielfältig und dynamisch. Ich finde, wir haben viel Glück, hier zu leben.